Hallo und grüß Gott, hier spricht wieder Louis Pierre Laroche. Eigentlich wollte ich heute weiter über die Klugheit reden und ein paar Beispiele geben. Das als weitere Nachhilfe für unsere Regierenden. Ich hätte gerne aus einem Buch gelesen, das ich voriges Jahr beim Flohmarkt gekauft habe, erschienen in Innsbruck. Im Jahre 1781. Und da habe ich in diesem Buch ein Kapitel, Seite 284, wo es um die Klugheit, die reine Klugheit des heiligen Vinzenz von Paul geht. Aber das werde ich ein anderes Mal machen. Das Thema wird heute nun die Freiheit. Und die Freiheit aufgrund der Meldung vom 27. April beim ORF. Der Titel zu dieser Meldung wollte ich eigentlich so geben: Curzolini und Anschokan, der österreichische Weg in der Corona-Krise. Und dafür war diese Meldung vom ORF verantwortlich. Website geändert, private Treffen natürlich nicht verboten. Diese Meldung ist nach wie vor unter der Stories 31 63 467 abrufbar. Ich finde es seitens des Ministeriums eine sehr unfeine Art, sich von begangenen Fehlern zu distanzieren und die aufgestapelten Verfassungsklagen mit einer Bewegung zu erledigen. Es gibt zwei Arten, dem Volk seine Rechte wegzunehmen, beziehungsweise ihm davon zu berauben. Einerseits durch ein klares Verbot oder eine Beschränkung der Bürgerrechte, so wie aktuell und nach wie vor in der neuen Verordnung. Es gibt aber eine zweite Art, etwas heimtückischer. Denn hier geht es nicht darum, etwas positiv zu verbieten, sondern nur darum, die Bevölkerung einzuschüchtern. Und zwar so stark einzuschüchtern, bis sie nicht mehr weiß, was erlaubt und was verboten ist. Und bis sie aus Angst von Repressalien sich selbst Rechte vorenthält, die ihr da zustehen. Und das haben wir jetzt erlebt mit dieser Meldung vom 27. April. Es war selbstverständlich für die ganze Bevölkerung, dass nie, ja, nie, nein, niemals die Regierung das Privatleben der Bevölkerung hätte regeln wollen. Und das nenne ich als französischer Beobachter, der schon jetzt über 25 Jahre in Österreich lebt, der österreichische Weg und ein typischer österreichischer Weg. Man wird nicht zur Diktatur, zumindest offiziell. Man hält nach wie vor den Anschein einer Demokratie. Das Parlament wird nicht ausgeschaltet, wie in den 30er Jahren. Aber der Umgang mit dem Parlament ist sehr fraglich. Die Gesetze sind so geschrieben, dass keiner genau sie verstehen kann und dass der Normalbürger sich von allen seinen Rechten entledigt fühlt. Dazu kommt die Propaganda der Medien und gepaart mit der Propaganda die Angst der Repression. 30.000 Anzeigen in den letzten Wochen. Und warum diese vielen Anzeigen? Wie wir jetzt aus einem Artikel der Frankfurter Allgemeiner Zeitung erfahren, nur wegen Lärmbelästigung. Das hat der Innenminister gesagt. Überhaupt keine Rede von hygienisch-gesundheitlichen Gefahren. Deswegen finde ich, dass wir in Österreich ein Zwischending zwischen Ostblock-Demokratie
und 30er Jahren Diktatur erleben. Daher mein Titel: Kurzzolini und Anschocker. Bei aller Kritik muss ich gestehen, dass es hier zurzeit in Österreich viel besser lebt als in Frankreich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.